Kann ich Anspruch auf zwei Erwerbsminderungsrenten haben, die parallel nebeneinander liegen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ist es möglich, dass mir zwei Erwerbsminderungsrenten bewilligt werden, die dann ab einem gewissen Zeitraum sogar gleichzeitig nebeneinander bestehen? Muss mir die deutsche Rentenversicherung beide Renten gleichzeitig auszahlen? So eine Frage, die uns auf rentenbescheid24.de erreichte. Im Grundsatz ist es so, dass Sie zwei Erwerbsminderungsrenten nebeneinander im Anspruch bestehen haben können. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist sogar häufig so. Und zwar in den Fällen, in denen Sie zum Beispiel eine teilweise Rente wegen Erwerbsminderung zugebilligt bekommen, die meinetwegen auf Dauer geleistet wird. Und dann nach einem späteren Zeitraum mit einem anderen Leistungsfall meinetwegen eine volle Erwerbsminderungsrente zum Beispiel befristet gewährt wird. Beide Ansprüche auf beide Renten haben nichts miteinander zu tun. Das heißt also, die Rente für teilweise Erwerbsminderung hat andere Anspruchsvoraussetzungen als die Rente für volle Erwerbsminderung. Ich bekomme eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nur dann, wenn ich nicht mehr als 3 bis unter 6 Stunden täglich wegen Krankheit oder Behinderung arbeiten kann. Und eine volle Erwerbsminderungsrente bekomme ich nur dann geleistet, wenn ich weniger als 3 Stunden wegen Krankheit oder Behinderung kalendertäglich arbeiten kann. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt Ihnen aus medizinischen Gründen eine teilweise Erwerbsminderungsrente, die auf Dauer ist, und die Rente beginnt dann ab dem 1. Januar 2022. Weil es die Deutsche Rentenversicherung richtig gut mit Ihnen meint, kriegen Sie auch noch eine volle Erwerbsminderungsrente, die aber nur auf 3 Jahre befristet ist, und die beginnt dann ab dem 1.7.22. Und diese endet, weil sie 3 Jahre befristet ist, dann am 30.06.25. So, beide Renten stehen aber in der Zeit vom 1.7.22 bis zum 30.06.22 parallel nebeneinander. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das dann tatsächlich aussieht. Also, wir haben vom 1.1. Vom 1.1.22 bis zum 30.06.22 hat unser Versicherter Anspruch auf Auszahlung der teilweisen Erwerbsminderungsrente. Die bekommt er auch gezahlt. Dann haben wir aber das Problem, dass wir ab dem 1.7.22 bis zum 30.06.25 hier eine volle Erwerbsminderung im Raum stehen haben. Ja. Volle EMR. Ich hatte ja vorhin gesagt, beide Renten können nebeneinander bestehen als Anspruch. Das heißt also, ich habe hier die teilweise Erwerbsminderungsrente, die auf Dauer bewilligt worden ist, und gleichzeitig beginnt ab dem 1.7.22 befristet bis zum 30.06.25 die volle Erwerbsminderungsrente. Und nach Auslaufen der vollen Erwerbsminderungsrente habe ich dann wieder 1.7.25 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf die teilweise Erwerbsminderungsrente. Und jetzt geht es natürlich hauptsächlich um die Frage, was passiert genau in diesem Zeitraum? Bekomme ich diese Rente plus diese Rente gezahlt oder bekomme ich nur die volle Erwerbsminderungsrente gezahlt? Denn das ist ja die entscheidende Frage. Und da sagt das Gesetz Folgendes. Grundsätzlich wird immer nur eine von beiden Renten gezahlt, nämlich die Rente, die höher ist. Und es sagt ja schon das Wort, volle Erwerbsminderungsrente dürfte sicherlich höher sein als eine teilweise Erwerbsminderungsrente.
So steht es im § 89 SGB VI geschrieben. Es wird nur die höhere von beiden Renten geleistet, obwohl sie in der Tat Anspruch auf alle beide Renten auch parallel dazu haben. Also die eine Rente hat nichts mit der anderen Rente zu tun. Damit ist klar, Sie können unabhängig voneinander zwei EM-Rentenansprüche haben, aber es wird immer nur die höhere von beiden ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.